Ich weiß grundlegend nicht mal, wie ich dieses Video anfangen soll. Heute soll es ein bisschen um DaBaby gehen und das, was in den letzten Monaten und Jahren mit ihm passiert ist. Ich habe das erste Mal von DaBaby mitbekommen auf Twitter. Dort wurde er nämlich zur Witzfigur, als er bei einem Konzert mit einer Windel auftauchte. Und zwar nur eine Windel. Und danach habe ich eigentlich einige Zeit nichts mehr von ihm gehört, bis Twitter ihn wieder für mich ein bisschen wiederbelebt hat. Denn dann kam vor 2 Jahren sein Album Baby on Baby raus. Und ich habe mir das Album angehört und ich war fasziniert, wie gut tatsächlich dieses Album war. Du hast hier 13 Songs, du hast hier eine Spielzeit von 30 Minuten. Hier sind nur Banger after Banger after Banger drauf. Und dann dachte ich mir, yo, der Typ wird etwas ganz fucking Großes, wenn er so weitermacht. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass er sich eher auf seinem Erfolg ausruht in den letzten Jahren. Denn seit diesem Album kam an sich nichts konstant Gutes mehr von DaBaby. Wir haben hier mehrere Alben, die sich 0,0 verändert hatten. Man hat einfach das Gefühl, dass er nie mehr dann Bock hatte, wirklich was Originales zu probieren. Er ist größtenteils auch bei den gleichen Producern geblieben, zum Beispiel Jetson. Und ich finde, das hat allein schon ein bisschen dafür gesorgt, dass seine Karriere ein wenig ins Stocken gerät. Klar, du hast zwar definitiv von jedem Album 1, 2 Banger haben können, aber die war einfach danach ein wenig zu viel. Der Mann hatte immerhin eines der größten Hits des letzten Jahres. Das darf man dann auch nicht vergessen. Übrigens finde ich den Song gar nicht so gut. Ich fand den echt langweilig. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Was mir jetzt noch persönlich so aufstößt, sind seine Kommentare. Seine sehr, sehr homophoben Kommentare bei dem Rolling Loud Konzert, das er letzte Woche hatte. You didn't show up today with HIV, AIDS, any of them deadly sexual transmitted diseases. It'll make you die in 2-3 weeks, put a cell phone light in the air. Fellas. Lights up. Fellas, if you ain't suck in the parking lot, put your cell phone lights in the air. Let's be real about this. Yeah, keep it real. Some of y'all is suspect as a motherfucker. Let's be real. Dort hatte er nämlich jeden Schwulen einfach über einen Haufen geworfen und einfach gesagt, dass es sehr leicht wäre, für Schwule HIV zu bekommen und dass es eine ganz normale Sache wäre, bei Schwulen HIV zu bekommen und dass es die meisten sowieso hätten. Das ist an sich kein Problem. Das kann zumindest passieren, wenn man sich nicht gescheit informiert. Gar kein Problem, erstmal. Natürlich eine komplett falsche Sache, sowas zu sagen, mit voller Confidence und auch ein bisschen voller Hatred, ganz ehrlich. Aber der Mann hat in den folgenden Tagen nicht aufgehört, das Ganze so zu verdeutlichen und so nochmal auf seine Meinung zu setzen, auf seine sehr unqualifizierte, dass es schon echt richtig ekelhaft war, ihm dabei zuzusehen, wie er seine eigene Karriere ein wenig sabotiert. Nämlich hat er dann irgendwelche Instagram-Stories rausgehauen, wo er nochmal bekräftigt hat, was er gesagt hat. Und im Endeffekt hat er es ein bisschen so hingezogen, als hätte er gesagt, ja, das war alles out of context und ihr hättet das ganze Konzert sehen sollen, was fucking Bullshit war, weil das ganze Konzert wurde ja aufgezeichnet. Der Kontext war beim vollen Set auch das gleiche. Zudem hat er erwähnt, dass es definitiv Schwule gab in diesem Konzert. Ich habe mit der Aussage übrigens eines der größten Probleme, weil man sich definitiv vorstellen kann, dass 20 oder 200 Schwule nicht die ganze Community repräsentieren. Deswegen fand ich die Aussage einfach nur schwachsinnig. Dann ging es einige Zeit später auf Twitter weiter. Dort hatte er sich bei allen Leuten entschuldigt, die AIDS haben. Er fand es dann doch angeblich insensitive und so. Aber er hat nochmal seine Aussagen zur LGBTQ+-Community ein wenig bekräftigt. Nämlich gab es auch so eine kleine Zwischenline beim Konzert, die hieß, wenn ihr keine Blowjobs verteilt auf dem Parkplatz, dann macht eure Cellphone-Lights an, also eure Taschenlampen. Was auch komplett weird war, by the way. Ultraspezifisch, by the way. Es ist echt ein bisschen gruselig. Aber um zurück aufs Thema zu kommen, das nochmal zu bekräftigen, ohne sich wirklich zu informieren, ist absolut schädlich und absolut bescheuert, weil er hier so viele Fans hat und denen so viel Potenzial gibt als Vorbild oder sonst was. Man hat einfach als Person des öffentlichen Lebens eine gewisse Vorbildfunktion. Und mit dieser Vorbildfunktion muss man sehr weise umgehen, was er überhaupt nicht kapiert oder geschafft hat. Es ist schon schlimm genug, solche Aussagen zu tätigen, aber sie mit voller Confidence zu machen, ist einfach nur ekelhaft. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, hat er gestern eine weitere Entschuldigung veröffentlicht, die dann auf einmal alles zurücknimmt und er hat sich jetzt total informiert und bla 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 und sowieso. Und das ist 0,0 glaubhaft. Weil es geht ja einfach nur noch darum, gute PR zu machen. Er muss wieder ein bisschen besser dastehen. Die ersten Festivals, zum Beispiel Lollapalooza, auf dem er eigentlich hätte auftreten sollen, haben ihm gekündigt bzw. abgesagt und haben gesagt, wir wollen so etwas nicht repräsentieren. Es gibt auch genügend Leute in der Pop- und Rap-Welt, die sich
direkt gegen ihn ausgesprochen haben, was ich wirklich super und notwendig finde. So macht man auch guten Gebrauch von einer Vorbildfunktion. Denn für mich geht es ja auch klar darum, dass man sich einfach selbst rettet. Da ist es gar nicht mehr wichtig, was der Baby überhaupt gesagt hat, sondern er soll einfach nur so gut wie möglich, so schnell wie möglich dargestellt werden. Natürlich hat aber auch der liebe DaBaby seinen Support bekommen, natürlich aber auch von TI, der sonst eigentlich auch nichts Besseres zu tun hat, als seine jungen Töchter zum fucking Frauenarzt schicken zu müssen. Und das natürlich gezwungenermaßen, so macht man es ja natürlich auch, du dummes Arschloch. Oder wir gehen hier noch ein bisschen weiter, wie zum Beispiel Boozy Badass bzw. Lil Boozy. Lil Boozy hat es zum Beispiel hier so gemacht, dass er DaBaby supportet, aber auch gleichzeitig ein bisschen in die Trends kommt, indem er hier die F-Bombe für Lil Nas X droppt. Wo ich mir auch denke, Kollege, misinformt, homophob, einfach nur ein Hurensohn sein, ein fucking waste of sperm, das bringt hier keinem was. Und allein schon so einen Support zu erhalten, ist einfach nur fucking assi. Sei es jetzt TI oder sei es jetzt Lil Boozy. Und das lässt mich auch einfach ein bisschen nachdenken über so viele Dinge wie zum Beispiel Hashtag DeutschrapMeToo. Das sind wichtige Projekte, das sind wichtige Aufgaben für Männer, die es einfach so überhaupt nicht begriffen haben, die hier in verschiedensten ältesten Jahrhunderten teilweise leben, aber das jetzt nur vom Mindset her und trotzdem diese fucking Zeit mit uns verbringen. Ich werde es dann nicht einblenden, ich habe hier noch einen sehr wichtigen Post von MC Bogey gesehen, der komplett asozial war. Er hat es nämlich so hingestellt, als wäre DeutschrapMeToo so ein richtiges Problem für Deutschrap und es würde so eine Gefahr darstellen für die Freedom of Speech oder sonst was, wobei es einfach nur darum geht, Leute zur fucking Rechenschaft zu ziehen. Es wurde hier wieder Misinformation gespreadet mit dem Mix aus Hass und es wurde einfach nur zusammengekramt und gesagt so, ja, es ist ein Problem, reicht schon. Und dieses Denken ist so fucking asozial. Und es gab einen Tweet, der es alles super gut zusammengefasst hat, von El Guni tatsächlich. El Guni hat nämlich gesagt, Hip-Hop ist schon lang keine unverstandene Jugendkultur mehr, die man verteidigen müsste. Die 90er sind seit über 20 Jahren vorbei. Fucking Facts. Und der Nebentweet war auch sensationell. 40-jährige Männer, die Feminismus zum Feindbild ausrufen, weil sie der Meinung sind, durch ein weltoffenes Mindset und das Aufzeigen von szeneinternen Missständen für die Kultur beschnitten. Make Hip-Hop great again. Einfach nur fucking peinlich. Yes, yes, yes. Und das sind ja nicht nur so die kleineren Rapper wie MC Bogey, das geht ja auch wirklich die größeren wie Samra was an. Oder fucking Bushido. Es gibt natürlich viele, die sagen, sie verbinden den Mensch nicht mit dem Artist, aber in diesem Fall und diesen Fällen ist das absoluter fucking Bullshit. Warum ist es Bullshit? Ganz einfach, weil die Artists selbst unter deren Namen diesen Scheiß promoten, sei es in deren Records, sei es auf deren Konzerten, sei es auf deren Interviews, sei es auf deren Social Media Plattformen oder sei es durch irgendetwas anderes, was geleakt wird. Das sind die selber, das sind aber auch die Artists. Genau deswegen ist Robert Kelly genauso ein Arschloch wie R. Kelly. Genau deswegen ist Daystar Peterson genauso ein Arschloch wie Tory Lanez. Und deshalb ist leider auch Jonathan Kirk genauso ein Arschloch wie DaBaby. Und das sitzt einfach im Gehirn drin, so Sachen wie Tory Lanez und Meg Thee Stallion. Wie man als Mann dazu kommt, eine Waffe zu richten gegen eine Frau, ist so asozial, die sich nicht mehr gescheit wehren kann in so einer Situation. Deswegen bin ich sehr dankbar über die Mehrheit, die tatsächlich klar denkt. Das soll es aber jetzt auch mit dem Video gewesen sein. Ich habe jetzt schon seit einer halben Stunde gelabert und werde das meiste wahrscheinlich rausschneiden. Aber dennoch war es so wichtig für mich, dieses Thema und allgemein auch ein bisschen was über DaBaby zu sagen. Jedenfalls hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ich hoffe auch noch, dass ihr einen schönen Tag habt. Bis dann und ciao.